in der letzten Folge habt ihr gesehen, beziehungsweise auf Ben Bons Bierkanal habt ihr gesehen, wie wir wieder in München unterwegs waren und Schminktutorials gemacht haben, um unsere Klicks zu steigern. Natürlich hat das wie immer nicht funktioniert, aber nein, das ist jetzt auch egal. Auf jeden Fall schaute ich auf mein Handy und was sah ich? Komani Kev hat mich gedisst. Komani Kev hat Tipps, die ich ihm angeboten habe, einfach angenommen. Naja, aber er hat auf jeden Fall zum Diss aufgerufen. Und dann habe ich mir gedacht, vergleichen wir einfach mal unsere Kanäle. Und dann habe ich einfach mal Komani Kev und der Baumi verglichen. Ich habe natürlich Abos in Kampfkraft gemacht, denn das klingt natürlich viel besser. Und wenn ich Komani Kevs Kampfkraft anschaue, liegt er bei 586. Und meine Kampfkraft ist gerade mal bei 407. Und das ist natürlich viel zu wenig. Und somit habe ich natürlich angefangen, mich zu verbessern. Als allererstes habe ich dieses Video jetzt in Premiere geschnitten und aufgeteilt wie eine Anime-Serie. Und das ist noch nicht mal das Einzige, denn ich habe auch gleich noch ein eigenes Studio gebaut, unten in das Gamer-Studio. Ich würde jetzt aber sagen, ich rufe zum Angriff und würde sagen, Leute, schreibt mir das ein neuestes Video bei Komani Kev. Hashtag Fight. Dann würde ich mal sagen, Konnichiwa! チューブミュンヘン創造的な鍛造会計クラブゲームバズ。Um ein bisschen Japan-Feeling für euch zu verbreiten, möchte ich euch das Thema Go nahebringen. Go ist ein altes japanisches Brettspiel und man spielt mit schwarzen und weißen Steinen auf ein 19x19 Brett. Es ist eines der ältesten Brettspiele der Welt, man glaubt es kaum. Und wie das funktioniert, erkläre ich euch Schritt für Schritt. Fangen wir an! Denn der erste Schritt ist erstmal, was ist Go, wie funktioniert das? Man hat ein 19x19 Brett mit schwarzen und weißen Steinen und man setzt abwechselnd. Schwarz beginnt immer und man setzt auf diese Schnittpunkte. Und wenn ihr mehr erfahren wollt, gibt's mehr in der nächsten Folge. Ja, meine Freunde, und ich biete euch sogar noch einen Japanischkurs an, einen ganz, ganz kleinen, dass ihr jedes Mal ein bisschen was lernen könnt. Und heute fangen wir an mit Watashi. Watashi bedeutet ich
Und ihr werdet einfach ab jetzt mal in jedem Anime, den ihr anschaut, einfach auf diese Wörter hören, die ihr hier in diesem Kurs mithört. Und zum Beispiel ist das nächste dazu Anata. Anata bedeutet du. Also Watashi und Anata, darauf jetzt mal hören. Und ihr werdet es ganz oft in Animes hören und es geht euch in Fleisch und Blut ein. Ciao, matane. Zack, und so schnell kann auch eine Folge vorbei sein. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst es mich mal in den Kommentaren wissen. Und vergesst nicht, bei CommandCave Hashtag Fight zu schreiben. Und falls ihr meine Kampfkraft erhöhen wollt, damit ich besser dastehe, vergesst nicht, den Abo-Button zu drücken. Kraft!